Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division Part 20. Und in der letzten Folge haben wir wieder ein paar Nebenmissionen absolviert. Unter anderem haben wir Überwachungskameras repariert und wir haben gesehen, dass es nicht von schlechten Eltern war. Also einige Nebenmissionen, die waren schon ein bisschen fordernd, aber wir haben es trotzdem gemeistert. Und ja, wozu das Ganze? Ja, wir wollen nämlich zur nächsten Hauptmission. Aber man muss sagen, die nächste Hauptmission, die erfordert eine mindestempfohlene Stufe Level 14. Und wenn wir so gucken, oben rechts bei uns, wir sind Level 13. Okay, jetzt ist meine Cam da im Weg. Ich mache die mal kurz aus, damit ihr das auch besser sehen könnt. Ja, jetzt seht ihr es. Level 13. Und wir müssen uns auf jeden Fall auf 14 hocharbeiten. Und das bedeutet, wir gucken einfach mal, was in unserer Nähe für Nebenmissionen gibt, damit wir die direkt absolvieren können. Und hier sehe ich schon eine Kampfmission. Ich meine, das war eine Kampfmission, die wir in der letzten Folge versucht hatten, aber ich dann außerhalb dieses Bereiches gelaufen bin und dann ist die Mission leider automatisch gescheitert. Die wollen wir natürlich nachholen. Und ich würde sagen, wir stiefeln einfach mal dahin. Ich meine, von den Waffen her hat sich hier nichts geändert. Ne, ist alles beim Alten geblieben. Hier sind so ein paar Sachen. Ja, ich bin ehrlich, ich habe leider keine Verwaltungsarbeit diesmal geführt. Aber das werde ich noch nachreichen. Wir haben ja noch genug Platz in unserem Rucksack. Ungefähr, ich meine, 20 Plätze haben wir noch. Und ja, kein Beinbruch. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Nebenmission. Die nennt sich Straßensperre. Und ja, wir wollen nächstes Level erreichen. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Gut. Wollen wir mal. Weil bis Level 14 sind wir ja nicht mehr weit. Ich denke mal so zwei, drei Nebenmissionen, dann müssten wir es eigentlich haben. Aber nur eigentlich. Okay, wir sind kurz davor. Nächsten Mission. Straßensperre. Und ich würde sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen leise. Lasst euch so ein bisschen, ja, die Mission auf euch wirken. Und ja, dann melde ich mich gleich wieder. Der Himmel hat sie geschickt. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Die kommen mit dem Scheiß durch. Dann bist du der Boss! Scheiße! Was machst du hier? JTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich. JTF-Netz hoch. Und somit haben wir diese Nebenmission erfolgreich geschafft. Nicht so wie beim letzten Mal. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich die ganze Zeit da geradeaus durchgelaufen bin und dann irgendwie habe ich mich aus dieser Mission
aus diesem Bereich entfernt und das war natürlich ein Fehler. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass es möglich ist. Also man darf sich nicht völlig komplett hier aus dieser Bereich hier entfernen. Okay, wir haben gesehen, wir haben ganz viele neue Aufzeichnungen in unserer Gegend freigeschaltet. Die bringen uns eigentlich auch Erfahrung. Ja, ich würde sagen, machen wir das, oder? Wir nehmen hier die Telefonaufzeichnung. Schauen wir mal, wie viel Erfahrung die uns bringt. Weil ich sehe, oben rechts, Level 13, so viel Balken haben wir jetzt auch nicht dazu bekommen. Also, das könnte doch wieder ein bisschen länger dauern. Leider. Aber es kann auch gut sein, dass wir zu wenig Rüstungen haben, die uns viel Tötungs-EP gibt. Da müsste ich mich mal schlau machen, wie viel ich aktuell habe, wie viel Prozent. Aber ich würde erstmal sagen, wir sammeln fleißig die ganzen Aufzeichnungen auf, damit wir unsere Sammlung vollständigen können. Ein Junge alleine in seiner Wohnung wird ausgeraubt. Dad, alle Straßen von und nach Manhattan bleiben bis zur Aufhebung der Quarantäne gesperrt. Hey Kumpel, was ist los? Ich glaube, da will jemand einbrechen. Aufmachen! Polizei! Nicht aufmachen! Wir 911! Da geht niemand ran! Dad, du musst nach Hause kommen! Ich versuch's ja, aber die gottverdammte Brücke... Sie brechen die Tür auf! Hast du die Pistole aus meinem Schreibtisch? Was? Hol dir die Waffe! Dad! Oha. Da haben sich, denke ich mal, sogar Plünderer als Polizisten ausgegeben. Und ihr seht, oder hört besser gesagt, wie dramatisch das damals zugegangen ist. Dass man sich wirklich selbst verteidigen musste. Und ich sehe gerade, wir haben für die M4 eine deutliche Verbesserung. Auf jeden Fall über 300 SPS Schaden mehr. Und ich würde sagen, das machen wir. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal unsere M4... wieder entrüsten sozusagen. Also die Mods, die wir hier zugewiesen haben, müssen wir mal wieder entfernen. Und dadurch könnt ihr natürlich wieder sehen, wie das so abläuft bei The Vision. Wie man eine Waffe hier so ein bisschen modifizieren kann. Und ja, wir hatten... Was hatten wir denn hier? Hier genau, die L86A2. Ich bin sehr gespannt, wie die abgehen wird. Ja, Optik muss man nicht unbedingt machen. Die habe ich jetzt einfach so gemacht. So, dann schauen wir mal. Wir haben zwei Möglichkeiten, oder? Drei? Ja, doch, drei Möglichkeiten. Ich entscheide mich auf jeden Fall eins von diesen blauen. Ich sehe, hier machen wir mehr Schaden. Hier haben wir jedoch mehr Präzision. Was wollen wir? Ich glaube, wir nehmen hier mehr Präzision. Präzision, Entschuldigung. Obwohl, Kopfschussschaden ist auch nicht schlecht. Da, komm, nehmen wir das. Magazin. Ja, nehmen wir natürlich das erste, was wir auch vorhin hatten. Stabilität können wir hier wieder ein bisschen hinzufügen. Haben wir noch eine Möglichkeit? Ja, wir können sogar noch ein bisschen mehr Schaden draufpacken. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Schadet nicht. Und ja, horizontale Stabilität. Da haben wir natürlich das gesuchte Element, was wir hier auch nehmen könnten. Stabilität, aber dadurch, dass wir hier eh nur noch eine Mündung sozusagen haben... Und eh nur diese zur Verfügung haben. Wir könnten auch die obere nehmen, aber die ist schon belegt. Das sieht man an diesem Kettensymbol bei Gewehrschalldämpfer Omega links daneben. Das bedeutet, die ist auf jeden Fall dem anderen Waffe zugewiesen worden, die wir haben. Und wir sehen, wir haben eine SPS von 4418. Wir hatten vorhin wirklich nur mickrige 3600 noch was. Und ja, wir haben uns wieder ein bisschen verbessert. Und ich würde sagen, wir gucken mal direkt auf die Karte. Hier haben wir die nächste Aufzeichnung. Die nehmen wir direkt mit. Ich weiß, sie bringt jetzt für unsere Verhältnisse nicht mehr so viel Punkte. Also Erfahrungspunkte. Aber ja, ich denke mal, es ist in jedem Interesse, dass wir unsere Sammlung vervollständigen. Dass wir alle Aufzeichnungen aufsammeln. Um dadurch so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu bekommen, was eigentlich hier... bei The Vision passiert ist, also hier in New York. Schauen wir mal. Oh, noch mehr Gegner. Wenn wir direkt unsere Waffe testen. Ah, das ist ein guter gewesen. Was? Überfall auf das Arsenal. Trophäe. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Oha, wir haben hier mit einem etwas härteren Gegner zu tun. Dann würde ich sagen, wir nutzen wieder unsere Suchmine. Zack, geschafft.
Dann nehmen wir unsere Pistole. Wow. Ja, er ist ein bisschen scheu gewesen. Okay, ich höre schon. Die Aufzeichnung ist direkt in der Nähe. Das war gerade ein unerwarteter Kampf. Hätte ich nicht gedacht, dass hier wirklich welche sind. Eine Frau wird von einem anonymen Anrufer belästigt. Sylvia! Das kennen wir doch. Einen Anruf gewartet. Hier ist jemand, der unbedingt mit dir reden will. Das kann ich auch. Vicky? Bist du das? Junge, was fällt dir ein, diese Frau mitten in der Nacht anzurufen? Hab ich dich so schlecht erzogen? Die nächste Aufzeichnung ist hier. Ja, ist zum Teil ja, lustig. Aber natürlich, ja. Es ist eigentlich nicht lustig, wenn man sich in die Lage versetzt der Frau und du wirst so terrorisiert. Dann ist es natürlich nicht so schön. Ja, ich merke, bis jetzt haben wir eigentlich nicht so viel gemacht. Aber ich denke mal, das ist gar nicht so schlimm. So können wir auch so ein bisschen mit uns hier, oder unter uns so ein bisschen unterhalten. Hier mal wieder. Eine Konservation, die wir gerne unterbrechen. Okay. Bösen Buben haben wir wieder ausgeschaltet. Die waren sehr überrascht. Haben gar nicht damit gerechnet. Hä? Gesuchte Person? Habe ich da was richtig gesehen? Missing. Leider kann ich nicht erkennen, wer das ist. Aber auf jeden Fall vermisst. So, bis zur nächsten Telefonaufzeichnung ist nicht mehr weit. Dann würde ich gleich mal vorschlagen, wir machen die nächste Nebenmission. Und ja, wie vorhin gesagt, ich denke mal, es schadet nicht, dass wir so unter uns ein bisschen quatschen können. Auch wenn es jetzt so von meiner Seite aus mehr Monolog ist, ihr hört eher zu und ich spreche. Aber wie gesagt, wenn ihr gerne irgendwas loswerden möchtet mit mir hier über das Spiel, gerne mit diskutieren möchtet oder irgendwie euren Beitrag dazu leisten möchtet, ne, natürlich im guten Sinne, dann könnt ihr es gerne machen. Ich werde auf jeden Fall antworten. Und dann können wir über das Spiel ein bisschen hier sprechen. Vielleicht habt ihr so ein paar Tipps für mich, für das Spiel, was ich vielleicht noch nicht gemerkt habe nach 20 Folgen. Das kann dann natürlich gut sein. Dann herzlich eingeladen. Ihr könnt immer etwas Schönes dazu schreiben. Dann bin ich immer offen. Und hier haben wir die nächste Aufzeichnung, die wir uns unter den Nagel reißen werden. Ladenbesitzer. Ein Ladenbesitzer wählt wegen eines Überfalls die Notfallnummer. 911, um welchen Notfall geht es? Können Sie mich hören? Ich bin in meinem Laden in der Bowery und brauche Hilfe. Ich werde angegriffen. Okay. Sind Sie in akuter Lebensgefahr, Sir? Na, was glauben Sie denn? Ich habe den Laden verrammelt, aber diese Raudis fressen gleich durch. Und wenn nicht jemand schnell hierher kommt, dann muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. In Ordnung, Sir. Wo befindet sich Ihr Laden? Zurück mit euch! Ich bin bewaffnet! Ich sagte, zurück mit euch! Meine Güte, was ist denn da los gewesen? Es klingt so, als wäre der so mittendrin bei so... Wie sagt man? Wenn mehrere Leute gegen Polizisten hier einen Aufstand bereiten. So hört sich das an. Ganz komisch. Genau, eine Demonstration. Mir hat das Wort gefehlt, aber jetzt weiß ich es wieder. Okay, ja. Für Mr. Agent, wir haben auf jeden Fall wieder etwas Interessantes. Vielleicht ist es auch dieser Agent, wo wir vorhin an dieser Laterne gesehen haben, mit diesem Zettel. Vielleicht ist es ja das. Obwohl, das war eine Frau, ne? War das eine Frau an der Laterne? Agentenspur entdeckt. Mal gucken, vielleicht ist es ja eine Frau. Und dann haben wir das vielleicht gelöst. Vielleicht sollten wir nach Süden. Ist das kalt. Oh oh. Ich hasse den Schuss. Irgendwie teleportieren die sich immer. Das ist schon seltsam. Mann, wow. Boah. Ich dachte, ich...
Krass, ey. Sag ja, von denen muss man immer aufpassen. Die können so nah kommen und dir so viel Schaden zufügen. Bis jetzt habe ich erstmal, sagen wir mal, 33% meines Lebens verloren. Aber das ist noch nicht so schlimm. Solange die Gegner auf diesem Niveau bleiben, können wir auf jeden Fall überleben. Was haben wir hier? Haben wir was Besseres endlich mal? Ne. Leider nicht. Und hier haben wir den nächsten Hinweis zum vermissten Agenten. Ah, La Marcus ist auf jeden Fall ein Mann. Also hat leider nichts mit dieser Laternenlampe zu tun, wo die Frau als vermisst galt, was wir gesehen haben. Also hat leider nichts mit dieser Sache hier zu tun. Und ich sehe, hier können wir was aufheben. Ah, wieder Ressourcen. Müssen wir jetzt hier hoch? Ich glaube schon. Ich glaube, das war richtig, der Weg. Hier haben wir wieder Ressourcen. Zwei Werkzeuge. Und hier haben wir wieder die Information zum nächsten Punkt. Ah, hier. Vermisster Agent. La Marcus Henry. Akte von Agent La Marcus Henry. Sammeln wir mal ein. Haben dadurch wieder ein bisschen Erfahrung eingeheimst. Ich würde sagen, wir gucken mal rein in die Akte. Was sagt uns die Akte? Also, Henry La Marcus. Wohnort New York. Frühere Tätigkeit Soziologieprofessor an der NYU. Geburtsort Los Angeles. Was haben wir hier? Psychologisches Profil. Ein ehemaliger Polizeibeamter, der in South Central Los Angeles als Teil einer Straßengang-Taskforce gearbeitet hat. Seine auf der Straße gesammelten Erfahrungen verleihen seinem akademischen Studium Relevanz. Besitzt einen BA in Anthropologie von der UCLA und einen Doktor in Soziologie von Berkeley. Seine Promotion-Dissertation, boah, das sind schwierige Wörter, muss ich sagen, Dissertation untersucht die soziale Organisation von städtischen Straßenbanden. Als ausgewiesener Experte für kriminelle Verhaltensweisen profitiert die Division von seinem unschätzbaren Fachwissen. Durch seine Erfahrung als Polizeibeamter hat er ein außergewöhnliches Gespür für Lageeinschätzungen. Er weiß, wie man gefährliche Situationen entschärft oder gewaltsam beantwortet, wenn es die Situation erfordert. Seine Empathie und sein Verständnis für die kriminelle Subkultur kann allerdings auch in beide Richtungen wirken. Also sowohl gut, sowie auch schlecht. Ja, ich frage mich, diese vermissten Agenten, ob wir die überhaupt jemals wieder treffen werden. Oder einfach nur als vermisst gelten und ja, Pech gehabt, so nach dem Motto. Da bin ich sehr gespannt, ob das noch aufgeklärt wird. Und hier hänge ich so ein bisschen fest. Wo landen wir denn hier? Das Wetter hat sich wieder sehr neblig entwickelt. Und ich würde sagen, wir gucken mal eben auf die Karte. Und hier haben wir wieder zwei Einsatzberichte. War das auch ein Einsatzbericht? Ja. Ich würde sagen, wir holen den einen ab. Dafür müssen wir jetzt in diese Richtung laufen. Hier haben wir wieder was zum Einsammeln, oder? Ne, hier waren wir. Das war quasi von der anderen Seite. Können wir da runterspringen? Ja, wir können. Gut, dass dieser LKW hier steht. Zufällig. Boah, es ist sehr, sehr neblig. Man sieht fast gar nichts vor seinen Augen. Aber jetzt geht das so langsam. Gerade war es schlimm. Okay, jetzt müssen wir irgendwie hier rüber. Jetzt ist halt die Frage, wie. Gibt es hier wieder Klettermöglichkeiten? Ja. Okidoki. Haben wir das richtig gemacht. Und jetzt müssen wir nur noch hier rüber. Ah, und hier haben wir ihn. Ferros Gelöbnis. Joe Ferro ruft seine Nichte an. Hören wir mal rein. Hey Joe, bist du das? Ja, Schätzchen, ich bin's. Wie geht's dir, Kleines? Ganz gut. Mit Mama und Papa auch alles in Ordnung? Ja, aber wir sitzen schon seit Tagen zu Hause herum. Das ist so langweilig. Das kann ich mir vorstellen. Hör mal, Schatz, ich wollte dir nur was sagen. Du weißt ja, dein Onkel Joe ist manchmal im Radio. Und? Und es könnte sein, dass ich bald mal wieder im Radio bin. Oder dass da Leute über mich reden und
Sie werden vielleicht Dinge sagen, die gar nicht stimmen. Okay. Was sie auch sagen werden, ich will, dass du weißt, dass ich immer nur wollte, dass es dir gut geht. Was ich auch tue, die guten und auch die schlechten Dinge. Alles geschieht nur, damit du in Sicherheit bist. Okay? Ja, gut. Ah, gutes Mädchen. Ich muss Schluss machen. Hab dich lieb. Ja, ich hoffe, ihr konntet dem Gespräch folgen. Indem ich noch nebenbei hier diese Aktion hier durchgeführt habe. Wir haben gesehen, dass ein JTF-Polizist, ein Officer, hier in Bedrängnis geraten ist. Der wurde fast ermordet und wir sind gerade noch dazwischen gekommen. Ich glaube, hätte ich länger zugehört, dem Gespräch, was wir vorhin gehört haben, dann wäre das für den Agent schon zu spät. Was haben wir hier für eine Verbesserung? Erste Hilfe. Dadurch werden wir unsere Lebenspunkte vermindern. Das ist leider nicht das Besondere. Okay. Ich würde sagen, hier gehen wir noch hin. Und dann machen wir noch eben eine Nebenmission. Ah, es wird ein bisschen länger dauern. Bis Level 14. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist ja nicht so, dass das die letzte Folge ist. Also wir werden uns auf jeden Fall noch einige Tage, vielleicht auch Wochen noch länger hier hören und sehen. Zum Teil sehen, ne? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ich im Mai so let's playen werde. Also auf jeden Fall The Division, das steht fest. Dann habe ich ja nebenbei noch ein anderes Let's Play laufen. Also aktuell gerade, Entschuldigung, Soma. Ein Science-Fiction-Survival-Horror-Spiel. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch mal reingucken. Ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und das dritte Spiel, da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Ich bin mir so ein bisschen unschlüssig. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen, was noch im Mai kommen wird. Auf jeden Fall noch ein neues Let's Play. Mindestens eins. Und ja. Lasst euch überraschen. Wir haben alle Zeit der Welt. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, wir holen den nächsten Einsatzbericht ab. Natürlich ohne Umkommen von Gegnern, ne? Oh, hier haben wir... Ah, das ist doch der Gegner, der letztens verschwunden war. Schnell, Heilung. Boah. Schnell, Heilung. Oh, das wird schwer. Scheiße. Nein. Hä? Schon wieder verschwunden. Was ist das für eine Logik hier? Ach so, das war ein paar Leute von uns. Ich verstehe das nicht, warum an dieser Stelle die Gegner immer verschwinden. Ist das so ein Spezialauftrag? Hm. Also schon zum zweiten Mal. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, ja, ich nutze hier einen Bug aus oder sowas. Ganz und gar nicht. Ich habe erstmal gedacht, das handelt sich um einen ganz normalen, leider auftretenden Fehler. Aber anscheinend ist das leider dauerhaft so. Na gut, aber hat mir ja im Endeffekt auch nichts gebracht, ne? So, Ausbruch aus der Quarantäne. Ein Plünderer erzählt einem Freund, dass er Manhattan verlassen will. Und das Ding ist einfach vor meinen Augen explodiert. Nicht also, kommst du jetzt oder was? Nach Jersey? Mal ehrlich. Wie sollen wir die Quarantäne durchbrechen? Wir haben Waffen und Essen. Diese JTF-Typen sind auch nur Menschen. Man kann sie bestechen oder erschießen. Und wozu? Glaubst du, in Jersey ist es besser? Ich habe einem von der JTF das Funkgerät geklaut und ihre Kommunikation verfolgt. Die haben da alles unter Kontrolle. Das Kriegsrecht funktioniert und die Quarantäne hält. Das ist unsere beste Option. Hier halten wir doch höchstens noch ein paar Tage durch. Wir müssen hier raus, solange wir noch können. Jetzt pack deinen Scheiß und mach hin. Also wir haben gehört, dass es Plünderer gibt, die irgendwie einen Agenten niedergeschlagen haben, sozusagen. Und die haben noch ein Funkgerät gemobst. Hier wollen wir auf jeden Fall ein bisschen aufräumen, ein bisschen den Menschen hier helfen, die in Gefahr sind. Weil es ist ja unfair, wenn die keine Waffen haben. Und diese Halunken hier natürlich alle Waffen haben.
Da kann man leicht, locker einfach mal Leute bedrohen, ne? Ist ja ein bisschen feige. Und dann noch zu dritt, muss man noch dazu sagen. Nee, nee, nee. Immer diese bösen Buben hier. Ja, hier sehe ich, dass wir eine deutliche Verbesserung haben. Ist halt die Frage, lohnt sich das? Sollen wir das machen? Sollen wir... Haftgranatenschaden, Geschützwerkzeit. Ja, eigentlich entspricht das nicht wirklich dem, was wir eigentlich wollen. Ich bestätige mal eben hier die Sachen, die wir gesammelt haben. Cleaners Bericht. Ah, wir haben noch einen. Und zwar hier Einsatzbericht, klar. Ja, sind so Sachen, die kann man sich nochmal anlesen, wenn man Interesse hat. Finde ich ganz cool gemacht. Wenn man wirklich mal in der Mission mittendrin ist und man sammelt irgendeinen Bericht auf und man kann gerade nicht folgen, kann man das alles nochmal nachlesen. Finde ich ganz schön gemacht. Für diejenigen, die wirklich in diese Geschichte von allen Seiten sozusagen verfolgen möchten und nicht nur von unserer Seite. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen noch diese eine Mission und dann machen wir wieder eine kleine Pause. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen unspannender, unspektakulärer als die vorigen Folgen, also was die Hauptmission angeht. Aber wir arbeiten uns dahin. Okay, hier haben wir wieder eine härtere Mission. Ah. Ja, eine Schande. Ah, ich glaube, wir werden jetzt eingekesselt. So nach und nach. Oder? Naja, das geht noch. Ich schon müde? Niemals. Okay, wir müssen anscheinend gleichzeitig, wenn Feinde kommen, noch diese Kofferchen hier rumschleppen. Boah, das wird hart. Ich würde sagen, wir schieben wieder was. Eine Suchmine. Okay. Muss er fertig machen. Ja. Suchmine hat erfolgreich zugeschlagen. Hier haben wir noch einen Gegner. Jawohl. Ja, ich würde sagen, den Nachschub suchen und zurückbringen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Hier haben wir eins. Ich hoffe, der zeigt gleich auf der Karte, wo wir hinbringen müssen. Also wohin genau. Okay, ah, hier vorne direkt. Es ist ja nicht so weit. Oh, jetzt habe ich ausgesehen den Koffer weggeschmissen. Das sollte ich natürlich nicht machen. Das ist ungewohnt. Weil ich spiele immer relativ schnell. Ich laufe gerne in diesem Spiel. Und jetzt hier durch so einen Koffer in diese Lage zu kommen, ist ein bisschen ungewohnt. Aber wir schaffen das schon. So, 1 von 3 haben wir zurückgebracht. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, war ja klar. Schauen wir mal, ob wir beides können. Rennen und schießen. Also ich weiß, das wird nicht gut gehen, aber ich versuch's trotzdem. Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor die angekommen sind, die Gegner. Und das wäre cool. Jawohl. Und jetzt fehlt noch einer. Also ich muss sagen, die neue Waffe. Feindkräfte nähern sich. Ich muss sagen, die neue Waffe, wir hatten ja vorher die M4. Die war schon ganz geil, aber die Waffe ist auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen können. Dann machen wir natürlich auch mehr beeindruckende Schadensausteilung. Und ich sehe da wieder Gegner. Und das nicht gerade einfache Gegner. Es sind wieder welche mit Scharfschützen da. Hoffentlich treffen die uns nicht. Ich höre wieder so Nahkampfangreifer. Dann überraschen wir die mal mit einer Suchmine. Bumm. Mit ein bisschen Hilfe von uns. So, den haben wir. Da sind noch zwei Scharfschützen, die müssen wir erledigen. Sonst sind wir geliefert.
Ich muss auch aufpassen, dass hier nicht die anderen Kumpanen drin näher kommen und mich hier überraschen. So, die haben wir. Okay, nachladen. Na komm. So, den haben wir noch. Mit Scharfschützen sollten wir ihn schaffen. Oh. Oh, der macht uns hier gleich fertig. Heilung. Boah. Boah, der, mit dem ist nicht zu spaßen. Wir hauen mal eine Mine dahin. Vielleicht hilft sie uns. Sollte eigentlich ausreichen. Schauen wir mal zu. Geil. Die Suchmine hat gute Arbeit geleistet. Ich würde sagen, bevor ich jetzt die Sachen hier einsammle, die Waffen, die Gegner oder die Munition, die die Gegner fallen gelassen haben, hebe ich gleich auf. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Mission, weil ich habe schon Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt hier weglaufen würde, haben wir vielleicht Pech und muss die Mission nochmal machen, weil ich wieder vom Einsatzort zu weit weggelaufen bin. Das wollen wir natürlich nicht. So, zack. Vorräte zur Abholung markiert. Perfekt. Informiert. So muss das sein. Jetzt können wir hier alles aufsammeln. Wir haben wieder ein paar Tech-Flügel eingesammelt. Es war eine Tech-Mission. Und wir können hier wieder aufrüsten. Ich würde sagen, eine machen wir noch, oder? Ja, komm, eine machen wir noch. Dafür, dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Mit den Aufzeichnungen, die ich immer sammeln musste. Da ist natürlich nicht viel Spektakuläres passiert. Aber hier in der Nähe haben wir wieder eins. Ich hasse NYC, steht da. Männer teilen ihre Meinung über die Stadt. Hören wir mal rein. Nein, ich mache keine Witze. Ich bin's leid, anderer Leute Müll zu riechen. Und ich kann nicht mehr U-Bahn fahren, ohne dass mir die Hüften von irgendeiner Tanztruppe vor dem Gesicht kreisen. Und Taxis, Gott. Ich könnte ebenso gut selbst fahren. Ach bitte, du weißt, du liebst es hier. Schatz, du bist hier. Und ich liebe nur dich. Das ist was anderes. Okay. Hier haben wir wieder was zum Einsammeln, aber ich weiß jetzt nicht, ob es im Haus ist. Oder bin ich gerade blind vorbeigelaufen? Das kann natürlich auch sein. Müsste hier, ah, wir können da hinten laufen. Ah, das ist clever. Das ist sehr clever. Gut, dass wir nicht einfach gerade ausgelaufen sind. Dann hätten wir einiges verpasst. Okay. Ja, wir gehen zur nächsten Kampfmission. Störung des Waffenhandels. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Dann stören wir mal. Mit der richtigen Waffe natürlich. Den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Den müssen wir fertig machen. Schnell nachladen. Boah, Entdeckung. Ich schieß mal die Mine wieder los. Die macht gut Schaden. Gucken, wie viel. Ja, ordentlich. Jawohl. Nachschub bergen. Okay, wir müssen jetzt den Nachschub bergen. Das, was sie versucht haben zu handeln, müssen wir sicherstellen. Damit, ja, die ganzen Sachen in die richtigen Hände geraten und nicht in die falschen. JTF-Verstärkung angefordert. Okay, hier müssen wir wieder verteidigen. Warnung, Gegner nähern sich. Okay, sie können ruhig kommen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Hier haben wir wieder Waffenteile, die wir sammeln können. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Okay. Jetzt ist die Frage, von wo kommen sie? Von dahin? Oder von dort? Von dort! So, den haben wir zur Strecke gebracht. Den auch. Uah. Komm her, ich hau dir eine. Und zack. Hä? Der musste doch schon weg sein. So. Jetzt hat er Ruhe gegeben. Noch 12 Sekunden. Dann kommen unsere Agenten. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Okay. Warnung. Sprengvorrichtung wurde entdeckt.
Okay, wir müssen uns hier in Deckung begehen, um die Gegner hier zu überraschen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen wieder schöne Ausrüstung. Weil ich sehe hier so einen lila Typen. Die bringen eigentlich immer schöne Preise. Ah, jetzt kesselt er mich hier schon sogar ein. Wir müssen die Mine einsetzen. Oha. Wir müssen die Waffe wechseln. Das geht sonst ins Auge. Hier, den müssen wir erledigen. Er darf bloß nicht an unsere Sachen kommen. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Perfekt. Wir mussten nur den Anführer besiegen. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Damit haben wir unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir schaffen das. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch ganz schnell rüber. Ja, das können wir. Ganzen Wohnblock säubern. Agent, ich wollte Ihnen nur persönlich danken und Ihnen sagen, dass ich Ihr größter Fan bin. Ich liebe Ihr Spezialuhr-Spielzeug. Ich habe hier etwas für Sie. Bitte nehmen Sie es. Das ist ein kleines Dankeschön von mir persönlich für unsere gemeinsame Zeit. Ich werde Sie nicht vergessen, Agent. Da bin ich jetzt gespannt auf das Geschenk. Ich weiß, ich stelle jetzt hohe Erwartungen, aber das will ich jetzt wissen. So, die müssen wir noch fertig machen. Die Halunken. Oh, noch so ein Lila. Oh, das wird hart. Nein. Wir müssen in Deckung. Oh. Den habe ich ein bisschen überschätzt. Los, Mine. Helf uns. Und bumm. Sehr schön. Oh, den habe ich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich war ein bisschen zu optimistisch hier. Wasserdichte Schuhe. Er hat wieder was fallen gelassen. Alles Verwaltungsarbeit. Das war ein guter Kampf. Ah, wir haben unsere JTF-Agenten unterstützt. Die waren schon so im Kreuzfeuer gewesen. Danke, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen eben noch ins Safe House. Wir konnten hier wieder was aufsammeln. Okay. Ja, wir haben fast Level 14 erreicht. Sicherer Bereich. Vielleicht kommen wir schon Level 14, wenn wir das hier mit ihm abgesprochen haben. Agent, ich muss Ihnen sicher nicht sagen, dass Sie ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Das wissen Sie selber, nicht wahr? Und hat Ihnen schon mal jemand gesagt, wie unheimlich gut Sie aussehen? Denn das tun Sie. Oha. Ende der Durchsage. Er mag uns. Ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. Hier werde ich wieder ein bisschen Verwaltungsarbeit ausführen. Weil, wie wir sehen können, Inventar habe ich wieder ordentlich was gesammelt. Ich gucke mal, ob da was Schönes dabei ist. Und dann werde ich das euch in der nächsten Folge Bescheid geben. Ne? Und dann schauen wir mal, was wir so demnächst dann machen. Also, ich sehe, wir sind fast Level 14. Ah, ich sehe, wir können hier den Tech-Flügel auf jeden Fall und den Sicherheitsflügel wieder in unserer Operationsbasis verbessern. Ich denke mal, das können wir in der nächsten Folge zusammen machen. Ich werde hier auf jeden Fall nicht voreilig schon irgendwas vorher machen. Das können wir gemeinsam auf jeden Fall machen und dann sehen wir, was hier passiert. Und ich würde sagen, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Und ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.